Hallo und herzlich willkommen zu Discuss It Digital. Der Schweizer Finanzplatz, das wissen wir alle, das ist einer der wichtigsten der Welt. Das ist auch der Grund dafür, warum der Finanzplatz verschiedenen Bestimmungen unterstellt ist. So ist beispielsweise geregelt, welche internationalen und Schweizer Kriegsmaterialproduzenten dürfen finanziert werden und welche Rüstungsgüter dürfen aus der Schweiz exportiert werden. Da ansässige Unternehmen dürfen beispielsweise nicht in sogenannte geächtete Waffen wie biologische oder chemische Waffen investieren. Die dürfen nicht gehandelt werden, die dürfen nicht hergestellt werden und Akteure vom Finanzplatz dürfen die auch nicht direkt finanzieren. Möglich und rechtlich erlaubt ist in der Schweiz aber die Finanzierung von sogenannten konventionellen Kriegsmaterialien. Was versteht man unter konventionellen Kriegsmaterialien? Das sind beispielsweise Pistolenmunition, Panzer, aber auch Teil von Kampfjets. Den jungen Grünen und den XOA, denen ist der Umstand schon länger ein Dorn im Auge. Darum haben sie auch Kriegsgeschäftsinitiative lanciert. Über die Initiative werden wir dann am 29. November abstimmen. Was will die Initiative? Die Initiative fordert, dass es auch zukünftig für alle Pensionskassen und andere Stiftungen von der staatlichen Vorsorge, aber auch der Schweizer Nationalbank, verboten sein wird, in Schweizer und internationale Unternehmen zu investieren, wo mehr als 5% von ihrem Jahresumsatz mit Kriegsmaterialien erzielen. Nationalbank und Pensionskassen dürfen also zum Beispiel zukünftig keine Aktien von diesen Unternehmen mehr besitzen und sie dürfen ihnen auch keinen Kredit mehr gewähren. Die Initiative schreibt dem Bund außerdem vor, dass er sich einsetzen soll, dass zukünftig auch ähnliche Finanzierungsverbote für Banken und Versicherungen gilt. Das national wie auch international. Doch was sind denn eigentlich die Argumente für die Initiative? Und was spricht gegen die Vorlage? Das werden wir herausfinden in der nachfolgenden Diskussion. Willkommen. Ich begrüße meine beiden Podiumsgäste, Mariona Schlatter, Nationalrätin von der Grünen, Kanton Zürich, und Maya Riniker, Nationalrätin von der FDP, Kanton Aargau, ganz herzlich da bei Zoom. Wir machen heute das Podium und vielen Dank für eure Teilnahme. Ich würde gerne mit der ersten Frage an Mariona Schlatter gelangen. Und zwar ist es ja so, dass kein anderes Land in Bezug auf die Finanzierung von Kriegsmaterial so strenge Vorgaben würde ich kennen wie die Schweiz, wenn die Initiative durchkommt. Ist denn die Initiative am Schluss nicht auch ein bisschen illusorisch? Also Krieg wird es doch sowieso immer geben und können wir da in der Schweiz mit der Initiative wirklich etwas dagegen ausrichten? Ich glaube, die Schweiz hat eine ganz besondere Rolle. Erstens wird ein Viertel vom weltweiten Vermögen da verwaltet, also unser Finanzplatz, der hat wirklich ein Gewicht. Und zweitens sind wir ein neutrales Land und wir haben ja auch eine humanitäre Tradition und ich glaube, wir haben da wirklich eine besondere Rolle. Wir haben eine besondere Rolle, findest du das auch, Maya? Also die Frage war ja, ob Kriege verhindert werden können. Und wir müssen ganz klar sehen, wenn wir dieser Initiative zustimmen würden, wird die Welt leider nicht friedlicher. Wir verlagern einfach die Produktion von Rüstungsgütern in andere Länder, machen uns auch dort abhängiger. Und zur Frage der Neutralität, die wir hier beschneiden, muss ich einfach ganz klar sagen, unsere Neutralität, die dürfen wir nicht verletzen mit der Annahme dieser Initiative, weil wir dürfen unsere Neutralität wahren, die Sicherheit unserer Bevölkerung schützen. Wir dürfen auch dafür sorgen, dass unser Staatsgebiet unverletzt bleibt. Und insofern bin ich der Meinung, wird da jetzt leider am Ziel vorbeigeschossen. Also du bist dagegen, dass man die Initiative annimmt, weil du eigentlich findest, dass es gar nicht unbedingt den Effekt hat, den man eigentlich möchte mit der Initiative verfolgen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin überzeugt, dass der Effekt nicht erzielt werden kann. Hingegen tun wir grossen Schaden anrichten in unserem Land. Wir tun Unternehmungen
tangieren, wo möglicherweise Arbeitsplätze betroffen wären, weil sie nicht dürfen im Rüstungsgütersektor tätig sein. Unsere Nationalbank ist tangiert. Ihre Unabhängigkeit haben wir in der Bundesverfassung festgeschrieben. Ihr machen wir neue Vorgaben. Und die staatlichen Institutionen und Pensionskassen, die dürften nicht mehr in Rüstungsgüterproduzenten investieren, die mehr als 5% vom Jahresumsatz mit dem machen. Da muss man zuerst mal beweisen. Ein viel zu hoher Aufwand für eben Ziel leider nicht erreichen. Also Marianne Meyer sagt, sie hat eigentlich Angst davor, dass sie befürchtet, dass man mit der Initiative mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Wieso bist du anderer Meinung? Ich bin einfach der Meinung, dass Geld Politik macht. Und wir kennen es von der Klimakrise, oder? Wenn wir da in der Schweiz, im Inland, noch so viele Vorgaben machen für den Umweltschutz, aber unser Finanzplatz für so viele Investitionen in die Fossilen verantwortlich ist, dann ist das wirklich heuchlerisch. Und genau gleich hat es sich eben mit dem Krieg und mit dem Kriegsmaterial. Und wenn man so ein bisschen die Zahlen von 2019 anschaut, die Pensionskassen haben bis zu 4 Milliarden in Rüstungsgüter investiert, bis zu 3 Milliarden in Atomwaffenhersteller. Und das gehört sich einfach nicht. Und ich glaube, es ist eine Zukunft, dass man die Investitionen nachhaltig ausrichtet. Das lohnt sich auch und das ist ein viel kleineres Risiko. Und ich glaube, das ist es wert und das ist eine Verantwortung, die wir jetzt tragen müssen. Da würde ich, das ist gerade ein gutes Stichwort, dann würde ich gerne an Maya die nächste Frage richten. Marianne hat angesprochen, so ein bisschen von Verantwortung, von einer finanzpolitischen Verantwortung vielleicht auch. Das ist etwas, was sehr häufig zur Sprache kommt. Es ist ja tatsächlich so, dass wir in der Schweiz eine der weltweit wichtigsten Finanzplätze eigentlich sind. Und man da ja doch auch könnte sagen, ist es dann nicht richtig und wichtig, dass wir da auch der Verantwortung nachkommen, die wir vielleicht weltweit haben und uns für eine gerechte und nachhaltige Finanzierung einsetzen. Und was ja auch so ist, also wir alle, auch die Schülerinnen und Schülerinnen, werden ab einem gewissen Zeitpunkt in die AHV einzahlen. Und da sind wir doch dann auch irgendwie alle impliziert in diesen Geschäften. Die Frage ist einfach ja von der Verantwortung, die jetzt gestellt ist worden, oder? Und braucht es, und das ist meine Gegenfrage, braucht es dafür wirklich in der Bundesverfassung neu eine starre Quote, die festschreibt, wer ist ein Kriegsmaterialproduzent und wer nicht und wie darf man da noch investieren? Ich bin klar der Meinung, und das wissen wir auch vom Finanzplatz, dass nachhaltiges Investieren richtig ist. Das passiert auf freiwilliger Basis schon sehr fest. Das sagt auch der Pensionskassenverband beispielsweise, dass sehr viele Pensionskassen diesbezüglich ihre Bestrebungen nehmen. Und es braucht keine Verfassungsänderung, damit mit einer starren Hürde da noch mehr Aufwand generiert wird. Marianne, kannst du das vielleicht aus der Sicht von jemandem, der für die Initiative ist, wieso braucht man so eine Quote? Wieso langt es denn nicht einfach, wenn man die Initiative schreiben oder wenn man würde sagen, es wäre wünschenswert, wenn man nicht in Kriegsmaterial investieren würde oder wenn man andersweitig investieren würde? Gut, also ich glaube, es ist Common Sense, oder? Dass man eigentlich nicht in Atomwaffen investiert und dass man nicht in Rüstungsmaterial investiert. Und das ist auch etwas, wo die fortschrittlichen Pensionskassen, wie zum Beispiel von der Stadt Zürich oder von der Stadt Biel oder jetzt auch noch Lausanne seit gestern, auch machen. Also die, die ein ethisches Gewissen haben und so, die machen das. Aber alle anderen machen es eben nicht, oder? Und es fließen jedes Jahr Milliarden in Rüstungsgüter. Und wenn wir zum Beispiel die Atomwaffenproduzenten nehmen, oder, dort kennt unser Gesetz bereits das Verbot von der direkten Finanzierung. Und dass es indirekt quasi immer noch erlaubt ist, das ist einfach, das zeigt einfach, dass das Gesetz nicht verhebt und dass man da muss nachbessern muss und dass das eben auch ja, in Form von einer Initiative muss passieren. Also du hast angesprochen, es gibt schon Banken, die das eigentlich das Credo so verfolgen. Dann Maya, wieso, wenn es doch schon eigentlich auch freiwillig so praktiziert ist, wieso hat man denn so Angst davor, dass das irgendwelche negative Auswirkungen könnte haben auf den Markt? Es hat eben negative Auswirkungen. Wie gesagt, weil es schon angewendet wird, braucht es Initiativen nicht. Das hören wir nicht das erste Mal. Es hat Auswirkungen, weil Unternehmungen, die Kriegsmaterialproduzenten gelten, die gibt es ganz viele in der Schweiz. Also wir gehen von über 3'000 aus, die betroffen sind, die kommen keinen Kredit mehr über. Das ist verboten, künftig. Die kommen kein Fremdkapital mehr über, könnten sich nicht auf dem Markt finanzieren, Investitionen tätigen und letztlich würde das auch unsere Arbeitsplätze gefährden. Ich möchte nur etwas sagen zum Thema, was gesagt wurde von der Rüstungsindustrie, die Initiative, die ganz klar der Rüstungsindustrie den Geldhahn abdrehen. Wir in der Schweiz haben Ja gesagt zu unserer Armee, wiederholt, und dort
zielt die Initiative darauf ab. Oder? Man will auch unsere Rüstungsindustrie in der Schweiz, der will man Geld hinzudrehen. Wir sind auf eine Armee angewiesen, gerade jetzt in einer Krise, wo man die Armee wieder subsidiär im Einsatz hat, brauchen die Mittel. Wir haben ja gesagt zu den neuen Kampfflugzeugen. Die müssen ebenfalls in der Schweiz teilweise produziert werden im Zusammenhang mit dem Kompensationsgeschäft. Einzelteile müssen in der Schweiz dafür produziert werden. Und das sind alles auch Punkte, die wir berücksichtigen müssen, die ganz Schwierigkeiten würden verursachen bei der Annahme der Initiative. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt ansprechen. Wir haben ja schon über die AHV ein bisschen kurz geredet und etwas, was man sehr oft hört im Abstimmungskampf von beiden Seiten, ist eben das Thema, was passiert eigentlich mit der Altersvorsorge, weil die ist ja teilweise auch abhängig von der Rüstungsindustrie, kann man sagen, weil sie auch investiert dort. Und jetzt darum die Frage euch beide, ist unsere Altersvorsorge in Gefahr, wenn man die Initiative annimmt, beziehungsweise was ist denn eigentlich, gibt es überhaupt ein Problem? Soll ich anfangen, Maja? Ja, ich möchte noch einen Satz sagen zu dem vorher. Also die Zahl mit den 3'000 Unternehmen, die betroffen wären in der Schweiz, die halten wir für falsch. Wir sind der Überzeugung, dass der grösste Teil nicht über die 5%-Hürde hineinfällt. Das ist einfach eine Zahl, die so in den Raum geworfen worden ist. Zuerst sind es 4'000, jetzt 3'000. Wir halten die für falsch. Und ja, wir wollen die internationale Rüstungsindustrie den Geldhahn abdrehen. So komme ich, das ist richtig, das ist das Ziel der Initiative. Wir wollen keinen Krieg und keinen Tod finanzieren. Und jetzt komme ich zur AHV. Nachhaltig investieren lohnt sich, das ist die Zukunft. Und man kennt diverse Börsenindizes und Fonds, internationale, die nachhaltige Pendant haben, wo zum Beispiel Kriegsmaterial ausgeschlossen ist und die machen zunehmend die bessere Rendite. Das ist die Zukunft, das muss alles in Richtung Divestments gehen. Man kennt das ja zum Beispiel auch von Investitionen in Tabak, in Alkohol und so weiter. Also das ist Zukunft, dass man eben mehr Transparenz schafft auf dem Finanzmarkt. Und das wünsche ich mir, dass das mit meinem Geld in der Nationalbank, in der AHV auch passiert. Und das wird nicht Einbussen geben, sondern es gibt einen Haufen Orte, wo man besser kann für die Menschen und für die Umwelt anlegen. Da muss ich einfach eben auch noch entgegnen, wir haben unglaublich grosse Probleme, die auf unsere Vorsorgewerke zukommen. Sie sind schon da. Unsere AHV wird ein Milliardendefizit haben von über 5 Milliarden bis im 2030. Und mit der Annahme dieser Initiative würden wir unseren Vorsorgewerken noch mehr Hürden bereiten. Es wäre noch schwieriger, Gelder anzulegen. Ungeachtet dessen finde ich ganz schön, dass ja Marion Schlatter schon gesagt hat, dass man auch sieht, dass nachhaltige Investments profitabel sein können. Das hat der Bundesrat gesagt, da ja, er hat einen Bericht verfasst, dass nachhaltiges Investieren, der Finanzplatz muss nachhaltig angeschaut und vorantrieben werden. Aber eben, wenn das schon gemacht wird und Bestrebungen sind auf freiwilliger Basis, auf gutem Weg, braucht es die starre Quote in der Verfassung einfach nicht. Maja Rinicker und Marion Schlatter, danke vielmals für das Gespräch. Ich danke euch für eure Teilnahme und wünsche euch eine gute Zeit und bleibt gesund. So, und jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, was ihr von dieser Kriegsgeschäftsinitiative haltet. Das heisst, der Nationalbank und den Pensionskassen in Zukunft verboten sein, in Kriegsmaterialproduzenten zu investieren. Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentarspalte. In der Videobeschreibung zu diesem Video findet ihr zusätzliche Informationen zu der Vorlage. Ebenfalls zusätzliche Informationen zu der Vorlage natürlich auf unserem Social Media Kanal. Dort bekommt ihr auch Updates über zu unseren Podien, wie immer. Liket uns doch auf Facebook, falls noch nicht gemacht. Folgt uns auf Insta, folgt uns auf Twitter, schaut mal bei LinkedIn rein. Und natürlich vergesst auch nicht, da auf YouTube ein Abo dazulassen auf unserem Channel.